Ja, Einführung in die Sprachwissenschaft, heute aus dem Bereich der Syntax eben die Dependenzgrammatik. Worum geht es bei der Dependenzgrammatik? Also es geht um die Beziehung zwischen Wörtern, zwischen einzelnen Wörtern. Das ist ganz wichtig, im Gegensatz zur Konstituenz, wo es um Wortgruppen geht, geht es bei der Dependenz nur um die Beziehung zwischen einzelnen Wörtern. Das sind zwei verschiedene Ansätze, die man eigentlich nicht mischen soll. In der Praxis ist es aber oft so, dass die Ansätze vermischt werden. Dann hat man sogenannte hybride Ansätze. Die Anglist in Bayern benutzt zum Beispiel einen solchen hybriden Ansatz. Und es gibt andere hybride Ansätze, auch die modernsten Grammatikmodelle, wie der Minimalismus im Rahmen der generativen Grammatik basiert auf einem hybriden System. Aber wir wollen jetzt eben aus didaktischen Gründen uns erstmal die beiden Ansätze nebeneinander anschauen. Also zunächst die Dependenz. Bei der Dependenz können wir immer nur Wörter annehmen und gucken, welche Dependenzen zwischen den Wörtern bestehen. Wir kommen allerdings zum Schluss auf einen erweiterten Dependenzansatz, der dann auch in Richtung hybride Strukturen wieder geht. So, wie Sie schon wissen, geht die Dependenzgrammatik auf das antike Griechenland zurück. Die sogenannten Stoiker spielen da eine Rolle und die haben natürlich auch durch ihre Darstellungen die Terminologie der Linguistik geprägt, die dann auf uns gekommen ist, natürlich nicht direkt aus dem Griechischen, sondern vermittelt über das Lateinische. Also wir haben da sowas wie Tosis, was Fall bedeutet, also Lateinisch Kasus und Deutsch Fall. Und was damit gemeint ist, ist eben gerade so eine Geschichte, dass etwas irgendwie abhängig ist von etwas anderem, also darunter fällt. Deshalb Fall. Heute kann man sich gar nicht mehr erklären, warum man da von Fall oder Kasus spricht, was da ursprünglich mal damit gemeint war. So, dieser Ansatz, das ist im antiken in Griechenland, hat sich dann in Westeuropa weitgehend durchgesetzt, zunächst mal, dann allerdings hat ihn inzwischen ein anderer Ansatz verdrängt im Rahmen des Strukturalismus. Da geht es eher um Konstituentengrammatik, da kommen wir dann noch drauf. Aber also in der Mitte des 20. Jahrhunderts bis so in die 60er, 70er Jahre kann man zumindest in Westeuropa sagen, dass die Dependenzgrammatik ganz wichtig war. Und ich denke, sie ist das auch immer noch in der Romanistik. In der Romanistik hat besonders ein Autor für den großen Erfolg der Dependenzgrammatik gesorgt, das ist Lucien Tellier, der in den 70er Jahren ein berühmtes Buch geschrieben hat, Élément de Syntaxe, also Grundlagen der Syntaxe Structurale, also Grundlagen der strukturalen Syntax. Und das ist halt ein wichtiges Lehrbuch gewesen, mit dem dann viele Leute sich haben überzeugen lassen, dass Dependenzgrammatik doch eine ganz gute Idee ist. Und die Dependenzgrammatik von Tellier, die auch wieder hybride Strukturen aufweist, ist dann gerade hier in Mitteleuropa doch sehr, sehr erfolgreich geworden. Wir sind nicht Mitteleuropa, man kann aber sagen, in Frankreich und Deutschland vor allem. So, da gibt es zwei Arten von Dependenz, also zwei Arten von Relationen. Dependenz ist so der Ausdruck, der im Deutschen normalerweise verwendet wird. Also Abhängigkeiten zwischen Wörtern, Dependenzen eben. Bei Tellier heißt es Konnexion. Konnexion, das ist aber ein spezieller Ausdruck von Tellier. Den findet man bei Tellier und bei seinen Schülern. Der allgemeinere und normalerweise verwendete ist tatsächlich Dependenz. Deshalb Konnexion brauchen Sie sich jetzt mal nicht zu merken. Nur wenn Sie das mal hören sollten, wissen Sie, das ist das Gleiche wie Dependenz, zumindest in der Dependenzgrammatik, also bei Tellier. Davon abgesehen gibt es noch eine weitere Relation, wenn man so will. Das ist eigentlich keine Relation, das ist die sogenannte Junktion.
Das sind Verknüpfungen. Ich kann ja sagen, Peter und Paul gehen spazieren. Dann habe ich zwei Subjekte, die verknüpft sind, aber die nicht in Abhängigkeit zueinander stehen. Das nennt man dann Junktion. Und das wird meistens dann so notiert, dass man die beiden verknüpften Elemente nebeneinander schreibt und dazwischen manchmal vielleicht ein Pluszeichen macht oder auch nur so einen Strich macht, um zu sagen, die sind jetzt irgendwie verknüpft. Es handelt sich um eine Junktion. Und jedes Einzelne, also Peter und Paul, sind natürlich dann abhängig vom Verb. Das Verb steht im Plural, das heißt, es braucht zwei Subjekte oder ein pluralisches Subjekt, klar. Und von daher ist es immer noch die gleiche Relation, die gleiche Dependenz zum Verb, nur jetzt mit zwei verknüpften Mitspielern, also die in Junktion stehen. Aber wenn man mal absieht von der Junktion, haben wir wirklich nur zwei Arten der Dependenz. Und die eine heißt Reaktion, die andere Modifikation. Und mehr Dependenzen gibt es nicht. Es gibt Reaktion und Modifikation. Die Reaktion kennen Sie schon, das ist diese Sache mit den Leerstellen, die eröffnet werden. Was Modifikation ist, zeige ich Ihnen gleich. Hier ist ein Beispielsatz. Und Sie sehen, die romanischen Sprachen sind so ähnlich, zumindest die geschriebenen romanischen Sprachen, dass ich das gleichzeitig in drei Sprachen vorstellen kann, weil die syntaktische Struktur in den drei Sprachen genau gleich ist. Ich habe hier unter dem Satz die Wortarten angegeben. Das ist später ganz nützlich. Also wir haben hier einen Artikel. Die Abkürzung für den Artikel ist meistens det für Determinator. Es gibt noch andere Determinatoren, zum Beispiel im Deutschen oder im Französischen, auch im Englischen sind zum Beispiel Possessivpronomina Determinatoren. Also wenn ich sagen würde, mon écrivain oder mi escritor auf Spanisch, dann ist das mi und dann das mon, mein Schriftsteller, mein Autor, dann ist das auch ein Determinator. Im Italienischen ist das anders, so wie im Katalanischen und im Europäischen Portugiesischen. Da kann beim Possessivpronomen oder muss beim Possessivpronomen noch ein Artikel stehen. Damit ist der Artikel der Determinator und nicht das Possessivpronomen. Das Possessivpronomen hat in den Sprachen eher die Funktion eines Adjektivs, während es im Deutschen, Französischen und Englischen Determinator ist, also den Artikel auch mit ersetzt. Ja, also Determinatoren in der Regel Artikel oder etwas, was einen Artikel ersetzen kann. Das ist ein Determinat. Also auch sowas wie Indefinitpronomina. Wenn ich sage, mancher Mensch. Ja, aber im Normalfall Artikel. Definiter, indefiniter Artikel. Dann haben wir das Nomen, was hier offenbar die Subjektfunktion einnimmt. Dann das Verb, wieder ein Determinator, wieder ein Nomen und dann haben wir noch ein Adjektiv. So. Jetzt sagte ich, das Verb ist unser Ausgangspunkt nach der stoischen Lehre. Ja, und das Verb obtenir oder ottenere, obtenere braucht ein Subjekt auf jeden Fall. Ja, und das ist die eine Leerstelle, die hier besetzt wird vom Verb. Und das Subjekt ist natürlich der Schriftsteller. Das ist also erstmal nur Schriftsteller. Écrivain, scrittore, scrittore. Ja. Namas. Man erkennt, dass da eine Relation besteht daran, dass das Verb mit seinem Subjekt kongruiert, Kongruenz haben wir da, oder man spricht auch hier terminologisch davon, dass das Verb sein Subjekt regiert, beziehungsweise es erfordert ein Komplement, nennt das Verb dann auch Regens und das Komplement wird manchmal auch Rektum genannt. Oder man sagt, das Verb eröffnet eine Leerstelle für ein Komplement. Das heißt allerdings hier nicht nur für ein Komplement, denn wir wissen, bei diesem Verb brauchen wir auch noch ein Objekt. Also die Verbvalenz fordert auch ein Objekt oder erfordert ein Objekt. Allerdings
in den romanischen Sprachen, wie auch im Deutschen oder Englischen, kongruiert das Verb nicht mit dem Objekt. Also es wäre auch vorstellbar, dass das Verb mit Subjekt und Objekt kongruiert. Das passiert zum Beispiel im Ungarischen. Ne? Da ist das halt so, dass es auch Objektkongruenz gibt. Baskischen streitet man sich noch, aber möglicherweise, wenn wir da überhaupt von Subjekt und Objekt sprechen wollen, dann gibt es da im Verb auch jeweils so ein ähnliches Phänomen wie Kongruenz. Das ist also Rektion. Das Verb eröffnet diese Leerstellen, regiert also etwas und wir wissen aufgrund der Verbsemantik, was dahin muss. Hier haben wir ein sogenanntes transitives Verb, das heißt also, wir brauchen Subjekt und Objekt. So, jetzt haben wir die Rektion, betrifft Verben, betrifft auch Präpositionen. Verben und Präpositionen haben üblicherweise eine Rektion. Bei Konjunktionen kann man vielleicht auch von Rektion sprechen, aber sonst nicht. Also insbesondere Verben und Präpositionen. Jetzt haben wir aber noch andere Relationen hier im Satz. Wir haben hier zum Beispiel gesehen, dass das National eine zusätzliche Information zu Pri gibt. Oder Nationale zu Premio. Oder Premio Nacional. Aber auch Nacional, was eine zusätzliche Information zum Substantiv gibt. Und da spricht man von Modifikation. Modifikans, Modificatum. Das Modifikans ist das Adjektiv hier. Und das modifiziert das Modifikatum, das Nomen. Da sprechen wir von Modifikation. Und typisch ist, dass Modifikanten optional sind. Wir können also das Adjektiv auch weglassen. Und trotzdem ist der Satz korrekt. Ja, mit dem Artikel sieht es etwas anders aus. Den können wir nicht unbedingt so leicht weglassen. Also die Determination erkennt man auch daran, dass sie etwas obligatorischer ist als die Modifikation durch Adjektive, aber sie wird auch zur Modifikation gefasst, denn manchmal können halt Substantive tatsächlich ohne Artikel stehen. Ja. Wir sagen also auch, dass die Artikel die Nomina modifizieren oder die Determinanten die Nomina modifizieren. Das haben wir hier. Dann ergänzen wir noch das National. Dann ist der Satz praktisch fertig, was die Modifikation angeht. Legen wir da noch die Rektion drüber. Dann haben wir den ganzen Satz, die ganze Struktur des Satzes. Und hier ist also Rektion rot gekennzeichnet, Modifikation blau. Ja, manchmal schreiben die Leute da noch R oder M dran für Rektion und Modifikation. Vor allem, wenn man keine Farben zur Verfügung hat. Oder man macht Pfeile. Und zwar macht man bei der Rektion den Pfeil von oben nach unten und bei der Modifikation den Pfeil von unten nach oben. Auch das ist eine Möglichkeit, diesen Unterschied darzustellen. Und hier nochmal die Terminologie, also das Regens wirkt auf das Rektum, deshalb der Pfeil von oben nach unten. Und das Modifikans modifiziert das Modifikatum, das ist dann der Fall von unten nach oben, also ausgehend von Modifikans zum Modifikatum. Ach, hier habe ich das auch nochmal mit den Pfeilen aufgezeichnet, da können Sie das auch nochmal sehen. Vom Regens zum Rektum der Fall, oder zum Komplement, man sagt eher Komplement als Rektum, weil Rektum auch noch irgendwas am Körper ist, das klingt dann immer so ein bisschen komisch. Modifikans, Modifikatum, vom Modifikans ausgehend, zum Modifikatum. Das Modifikans hat eine gewisse Fakultativität, das kann also manchmal auch wegfallen, während das Verb immer seine Komplemente braucht, mit einer Ausnahme der sogenannten absoluten Konstruktion. Da kommen wir dann noch drauf. Ja, hier habe ich das auch nochmal. Das Verb erfordert seine Ergänzungen oder Komplemente. Manchmal nennen sich die auch Mitspieler oder Aktanten oder Partizipanten, je nachdem, wer da schreibt.
Und die Leerstellen müssen in der Regel gefüllt werden. Also hier zwei Leerstellen, A1 und A2. Und beim Verb sind das in der Regel Nomina. Ja, hier habe ich dann mal eine Tabelle zur Verbvalenz. Das hatten wir schon kurz behandelt. Es gibt diese sogenannten Witterungsverben. Die sind immer intransitiv, aber die haben eigentlich auch kein Subjekt. Das heißt, sie stehen oft in der dritten Person und im Französischen muss da sogar noch ein Subjekt stehen, il, bleu, eben. Aber dieses Subjekt ist ein leeres Pronomen. Es ist eigentlich kein Pronomen, weil es für nichts anderes steht. Im Deutschen auch. Es regnet, das S steht für nichts. Also ersetzt nichts. Es muss einfach nur da stehen, um den Satz vollständig zu machen. Dann gibt es intransitive Verben. Die haben nur ein Subjekt, sind also monovalent oder einwertig. Dormir. Dormire. Ja, oder es gibt zweiwertige, bivalente Verben. Das sind dann entweder intransitive Verben mit Zielangabe, hier auf Spanisch, allez, Französisch, andare, auf Italienisch. Denken Sie dran, die brauchen eine Zielangabe. Ich kann nicht einfach sagen, je vais auf Französisch. Je vais ist falsch. Ich muss sagen, j'y vais. Oder je m'en vais, das geht auch. Aber es muss irgendwie, also s'en aller ist ein anderes Verb als aller. Also j'y vais, es muss eine Zielangabe da sein. Jen ist halt in den romanischen Sprachen zielgerichtet. Und ci vado auf Italienisch. Und nicht einfach vado. Also die Zielangabe ist obligatorisch. Oder eben transitive Verben, die sind auch zweiwertig. Da habe ich zwar keine Zielangabe, aber ein direktes Objekt. fare zum Beispiel, tun. Da muss ich einen Täter haben, jemand, der etwas tut. Oder matar, tue, uccidere auf Italienisch, töten. Da muss man jemanden haben, der tötet und jemanden, der getötet wird. Aber Sie merken schon, ich kann das auch einfach weglassen, also den, der getötet wird, kann ich weglassen und ihn einfach so mitverstehen. Da wird er nicht genannt, aber mitverstanden. Das geht bei fare, fair, affair nicht so gut. Aber bei töten geht das unter Umständen. Ganz bestimmt geht das aber bei Verben wie comer, manger, mangiare. Ich kann sagen, yo mangio oder je mange, yo como. Und dann wird nicht gesagt, was man isst. Das wird einfach nur mitverstanden. Das nennt man dann auch transitiv, aber absolut konstruiert. Absolut konstruiert, weil da das Objekt nicht genannt wird, aber es wird mitverstanden. Es bleibt ein transitives Verb, es wird plötzlich intransitiv. Dann transitive Verben mit Zielangabe, beziehungsweise mit indirektem Objekt. In romanischen Sprachen fällt das ja zusammen, das direkte Objekt mit Zielangabe, wenn beide mit A konstruiert und hat. Und dann haben wir hier die intransitiven Verben mit indirektem Objekt, dar, doni, dare, oder eben Verben mit Zielangabe, poner, mettre und mettre und mettere, Italienisch, und die funktionieren auch wirklich so. Also ich kann das nur verwenden mit einer Zielangabe. Da gibt es auch wieder welche, die man absolut konstruieren kann, soweit ich weiß, ist das bei diesen hier nicht der Fall. Da muss die Zielangabe auch explizit dabei stehen. Also wir können jetzt einwenden, ja, aber ich kann auch sagen, je mets la table, ich decke den Tisch. Ja, aber da hat mettre eine andere Bedeutung, damit als den Tisch decken. Aber wenn ich den Schlüssel nehme, je mets les clés, hey, dann muss ich sagen, je mets les clés sur la table oder quelque part, aber nicht einfach je mets les clés. Das geht nicht. Da muss eine Zielangabe dabei sein.
Und man sieht also, da gibt es den Unterschied zwischen, auch wieder zwischen absolut konstruierten und nicht absolut konstruierten Verben, aber sie sind immer dreiwertig. Ne? Sie haben also Subjekt, Objekt und Zielangabe, beziehungsweise Subjekt, Objekt und indirektes Objekt. Ne? Geben, ne? Im Deutschen kann ich das Intransitiv verwenden, beim Kartenspielen, aber nur beim Kartenspielen, da hat es halt eine besondere Bedeutung, nämlich Karten austeilen. Ne? Ansonsten ist Geben auf Deutsch intransitiv, transitiv mit indirektem Objekt, so transitiv mit indirektem Objekt. Also ich gebe das Buch, ne? Ich gebe dir das Buch, ne? Ich gebe dir das Buch. Und das kann man, das indirekte Objekt kann man absolut konstruieren unter bestimmten Umständen sehr eingeschränkt. Ne? Ich kann zum Beispiel sagen, wenn der Kontext klar ist, also zum Beispiel bei einer Altkleidersammlung gebe ich Altkleider, ne? Aber es ist nicht so ganz korrekt. Ne? Da müsste eigentlich noch ein indirektes Objekt da sein. Wenn das indirekte Objekt da ist, kann ich das direkte Objekt natürlich nicht absolut konstruieren. Ich kann nicht sagen, ich gebe dir, sondern ich gebe es dir. So, ja, Sie können jetzt darauf kommen, dass Donne und Dare, dass die in einer bestimmten anderen abgeleiteten Bedeutung dann anders funktionieren. Oh, da gibt es so seltsame Ausdrücke, die dann möglicherweise auch anzüglich sind, wo man Sachen plötzlich ohne die Objekte konstruieren kann. Aber das ist nicht die Grundbedeutung. Und Sie sehen das dann in einem Lexikon, ist das dann auch möglicherweise gesondert aufgeführt. Also in einem deutschen Wörterbuch, was einigermaßen vernünftig gemacht wird, gibt es natürlich einen extra Eintrag für das Geben beim Kartenspiel. So, ja, dann kommen wir zu den Präpositionen, die auch Leerstellen eröffnen. Also auch eine Präposition erfordert wenigstens ein Komplement. Allerdings ist das manchmal auch komplizierter. Manchmal sind es ganz bestimmte Komplemente. Manchmal müssen die im Plural stehen und so. Also ich habe hier mal so Sachen aufgelistet. Die Präpositionen eröffnen Leerstellen, erfordern Komplemente. Also para, pur, per, da muss halt eine Person danach folgen, unter Umständen, oder eine Infinitivkonstruktion. Ja. Bei porte, par, französisch oder da, ein Instrument oder eine Person beim Passiv, das geht auch. Also Präpositionen wie en, a, eine Ortsangabe in der Regel. Bei entre, also entre, entre, fra, sind in der Regel zwei Ortsangaben nötig oder ein Plural ist nötig. Ich gehe zwischen den Bäumen durch, im Deutschen auch. Entre les arbres, Plural. Oder entre l'arbre et la maison, zwischen dem Baum und dem Haus. Im Deutschen ist es zwischen ähnlich. Also manchmal gibt es Unterschiede, manchmal ist es ähnlich zwischen den Sprachen. Also entre verhält sich so ziemlich wie Deutsch zwischen. Gibt noch eine andere Präposition, parmi, die sich nicht genau wie im Deutschen verhält. Ne, da kann ich nicht zwei Objekte sagen. Ich kann nicht sagen parmi la rue et la maison. Plural geht danach, sehr gut. So, ja, also Präpositionen eröffnen Leerstellen. Hier haben wir so ein Beispiel. L'écrivain de Barcelone. Oh, ich sehe, hier habe ich einen Fehler, den müsste ich korrigieren. Barcelona auf Italienisch mit 2 L. Ja gut, man sieht es manchmal auch so, wenn es dann Spanisch sein soll, aber auf Italienisch eigentlich mit 2 L. Und Spanisch natürlich nur 1 L. Barcelona oder Barcelona auf Katalanisch. Ja, gut. Und das ist diese Präposition de oder de oder die oder da. Die hat ein Komplement, nämlich hier diese Ortsangabe oder
Naja, das D drückt ja eigentlich so eine Zugehörigkeit auf, aber es ist natürlich auch eine Ortsangabe, die danach steht. So. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich zwischen Écrivain und dem Rest auch eine Beziehung. Also die Präposition schließt ja die Ortsangabe an das Substantiv und modifiziert damit das Substantiv. Umgekehrt. Ähnlich wie das Adjektiv. Hier haben wir das Beispiel mit dem Adjektiv. Der Barcelona-Autor. Ja, jetzt muss ich natürlich wirklich zwei L haben auf Italienisch. Na, ich werde das noch korrigieren. Also l'écrivain barcelonais, lo scrittore barcellonese oder l'escritore barcelonais. Das Adjektiv modifiziert das Nomen. Hier haben wir die Struktur. Adjektiv, Nomen. Und hier das gleiche nochmal mit der Präposition. Die Präposition modifiziert das Nomen. Und von der Präposition ist halt das andere Nomen abhängig. Die regiert dann ihr Komplement. Ja. Und Sie sehen schon, das ist so ein bisschen unschön. Da sehen Sie die Grenzen dieses Ansatzes, weil man ja schon sagen will, das Ganze hier, diese ganze Gruppe, de Barcelone, ist das Attribut zum Nomen, genauso wie im Barcelonais das Attribut zum Nomen ist. Die beiden sind ja hier äquivalent. Und man möchte halt doch auf jeden Fall da schon so ein bisschen mit Gruppen operieren. Man sagt ja auch Präpositionalattribut dazu, und das ist ein adjektivisches Attribut. Präpositionalattribut oder präpositionales Attribut. Und das wird zwar durch eine Präposition eingeleitet, aber irgendwie will man ja sagen, de Barcelone ist identisch mit Barcelonais. Also, dass man hier nicht mit Gruppen arbeiten kann, stört einen schon. Und das ist eben so der Anfang davon, dass die Leute sich dann überlegt haben, besser hybride Strukturen anzunehmen. Also hier nochmal, das de ermöglicht es, aus einem Substantiv ein Attribut zu machen. Das Substantiv wird somit funktional äquivalent mit einem Adjektiv. Also de Barcelone, das Substantiv, dank des des, ist funktional äquivalent wie das Substantiv mit der Endung. Barcelone, was sehr abgeleitet ist. Und Tenier hat da eine sehr schöne Idee, die ich Ihnen dann auch nochmal vorstellen möchte. Er sagt, es findet hier so eine Art Translation statt, so nennt er das, Translation. Es gibt etwas, ein sogenanntes Transferendum, also er nennt das Transferende, Transferendum ist dann die Übersetzung ins Deutsche, und etwas, was transferiert wird, er nennt es das Transferé, das Transferierte, auf Deutsch müsste man dann Translatum sagen, das Deutsche das direkt aus dem Lateinischen nimmt, und der Operator ist das Translativ. Bei Denier steht dann Translativ mit F da. Und er stellt das eben so dar. Ich habe das hier mal aufgezeichnet. Also, das funktioniert wie ein Adjektiv. Deshalb da oben das A. Es ist aber ein Substantiv. Und aus dem Substantiv ein Adjektiv zu machen, also Barcelona ist ja ein Substantiv, braucht man halt dieses Translativ und das ist eben die Präposition. Stellt er das mit diesem T da, T deutet Translativ, und dann macht er da so ein, so eine Art Rechteck sein, also ein Strich und noch ein Strich, und das trennt das Translativ ab vom Rest, und dazwischen kommt ein Strich für die Translation, also das End unten, das Adjektiv in Anführungszeichen drüber, weil de Barcelone eben äquivalent ist zu dieser Adjektivstruktur, die man dann so darstellen könnte. Ja, wieder das Nomen Barcelone. Daraus wird mit Hilfe der Adjektivendung, die dann auch ein Translativ eigentlich ist, das Adjektiv abgeleitet und wir haben darüber das Adjektiv. Also das ist schon ziemlich interessant und wir haben hier einen nachgestellten Translativ, die Endung. Und hier ist es translativ vorangestellt. Und Sie wissen ja, das Französische
neigt so ein bisschen zur Voranstellung. Also könnte es sein, dass diese Konstruktion vielleicht präferiert wird. Ja. Sie können dann vielleicht einwenden, naja, es gibt vielleicht doch eine kleine Bedeutungsnuance, die ist aber sehr schwer zu ermitteln. Also die Bedeutungsnuance zwischen Barcelona und Barcelona. Sehr schwer, das auszumachen. Ja, Deutsch ist vielleicht die Bedeutungsnuance näher liegender, wenn man sagt, er ist ein Berliner Schriftsteller, ein Schriftsteller aus Berlin. Also es gibt da eine Nuance. Wir hatten das dummerweise auch hier in Bamberg tatsächlich mit jemandem aus Barcelona, wo man sagte, er sei ein Barcelonaer Schriftsteller, was komisch klingt, das habe ich besser gesagt, Berliner, nicht Bildhauer, das war der, der diese Plastiken hier aufgestellt hat. Wenn Sie sich erinnern, eine steht hier noch, die von innen beleuchtet sind. Und da hieß es, der Barcelonaer Bildhauer. Das fand ich komisch. Und dann haben sie geschrieben, der spanische Bildhauer, aber es ist Katalaner. Also besser wäre katalanischer Bildhauer. Ah nee, das war, stand zuerst ein spanischer Bildhauer und dann habe ich der Pressestelle gesagt, das könnt ihr doch nicht schreiben, der ist doch Katalane. Ja, hieß es, der kommt aus Barcelona. Dann schreiben sie doch der Bildhauer aus Barcelona, ja, das können wir nicht schreiben, weil er jetzt in Paris wohnt. Da also sehen Sie, da gibt es dann schon Unterschiede. Das ist, also man hätte schreiben müssen, der katalanische Bildhauer aus Paris. Also es gibt da Nuancen, über die man nachdenken kann. Aber in den romanischen Sprachen sind die nicht so ausgeprägt. Da wird das eher äquivalent angesehen. Also diese Konstruktion mit dieser Konstruktion. Also wie gesagt, wir haben einen vorangestellten Transitiv, einen nachgestellten, Präposition versus Endung. Genau. Ja. Und dann habe ich hier dieses A verwendet in Anführungszeichen. Jetzt muss ich Ihnen da noch was zu den Anführungszeichen erklären. Denn das kann zwei Dinge bedeuten. Adjektiv und Attribut. Hier haben wir es mit einem echten Adjektiv zu tun, was aber auch Attribut ist. Und hier haben wir es mit einer Präpositionalgruppe zu tun, die sich wie ein Adjektiv verhält, also auch Attribut ist. Ne? Attribut ist eben das Zauberwort. Das ist natürlich kein richtiges Adjektiv. Ne? Verhält sich nur wie ein Adjektiv. Und deshalb spricht man eigentlich gerade in der deutschen Linguistik von der Funktion des Attributs. Ne? Attribut, ne? Modifiziert das Nomen. Und das kann mit so einem Präpositionalattribut geschehen oder mit einem Adjektiv. Aber bei Tenier und bei vielen anderen geht das ein bisschen durcheinander. Zum Beispiel liest man oft in englischen Lehrbüchern dann sowas wie Possessive Adjective, obwohl, wie ich Ihnen schon gesagt habe, das Possessivpronomen im Englischen ja kein Adjektiv ist, sondern ein Determinator. Und gemeint ist dann mit Adjective sowas wie Attribut. Aber Adjektiv ist die Wortart, die Funktion ist das Attribut. Das Adjektiv kann nämlich auch prädikativ verwendet werden. Also er ist groß, da wäre groß dann die prädikative Ergänzung. Nennt man auch manchmal Prädikatsnomen. Was auch ein schlechter Terminus ist, weil es ein Adjektiv ist und kein Nomen. Aber die Funktion ist halt, eine Ergänzung zum Prädikat zu sein. Ein Name für das Prädikat. Und diejenigen von Ihnen, die Französisch studieren, muss ich auf ein Problem hinweisen, nämlich das deutsche Wort Attribut heißt auf Französisch Epithet. Epithet, nicht Attribut. Macht man leicht falsch. Man denkt, oh, Deutsch Attribut, Französisch Attribut, aber Attribut ist was anderes. Attribut ist nämlich dummerweise gerade das Gegenteil, nämlich die prädikative Ergänzung oder das Prädikatsnomen. Also das ist wirklich ein schlimmer, falscher Freund. Da kann man sich sehr vertun. Also Deutsch Attribut, Französisch Epithet. Ja, ist nicht das so. Also Adjektiv die Wortart, Attribut die Funktion.
Manchmal wird statt Wortart auch Kategorie verwendet. Und Tenier stellt jetzt gewisse Korrelationen her, entdeckt diese Korrelationen im Französischen, aber auch kann man auch in anderen Sprachen so feststellen. Ja? Also, beachten Sie mal nicht, was in der Mitte steht. Nur rechts und links die Wortarten. Wortart, Verb. Das Verb ist oft das Zentrum des Prädikats. Es gibt also diese Korrelation vom Verb zum Prädikat. Prädikat bezeichnet die Funktion, Verb die Wortart. Das Nomen. Die Wortart Nomen spielt oft die Rolle eines Aktanten oder Mitspielers, oder Partizipanten im Satz oder Komplement zum Verb eben. Also Aktant ist die Funktion oder diese anderen Wörter. Die Wortart ist das Nomen. Also Sie sehen hier auch schon links, das ist immer in Kapitelchen geschrieben, rechts kursiv. Kursiv die Funktion, die Wortart in Kapitelchen. Adjektiv, Attribut. Französisch Epithet, da steht es nochmal. Und Adverbien haben oft die Funktion eines sogenannten Zirkumstanten, so wird das in der Dependenzgrammatik gern genannt. Manchmal sagt man auch adverbiale Bestimmung. Zirkumstant ist ein bisschen der Terminus technicus der Dependenzgrammatik. Adverbiale Bestimmung, die man eben auch noch im Satz haben kann. So, also diese Dinge korrelieren. Und dafür benutzt, also für diese Korrelation, benutzt Tenier eigene Abkürzungen. Die sehen Sie da in der Mitte. Also die Korrelation Verbprädikat nennt er I, Nomen Aktant nennt er O, Adjektiv Attribut nennt er A und Adverb Zirkumstant nennt er E. Da denkt man sich, naja, das A beim Adjektiv und Attribut kann ich mir noch erklären. Aber wie lassen sich die anderen Abkürzungen erklären. Ja. Also ich habe wirklich Studierende gehabt, die sind verzweifelt an diesen Abkürzungen. Das ist doch völlig das ist doch überhaupt nicht intuitiv. Ne? Warum diese Abkürzungen? Und die sind dann auch durcheinander gekommen, ne? mit den Abkürzungen. Deshalb will ich Ihnen kurz erklären, wie er zu diesen Abkürzungen kommt. Das macht es dann zwar vielleicht nicht leichter, aber sehen Sie wenigstens, dass es nicht ganz so willkürlich ist. Das sind nämlich Wortendungen aus dem Esperanto. Nämlich da enden Verben auf I, Nomina auf O, Adjektive auf A, Verbien auf E. Und sogar ausnahmslos. Also alle Nomina enden auf O, sei denn danach kommt noch ein Pluralzeichen oder ein Kasusmerkmal, ansonsten immer O. Alle Verben im Infinitiv auf I, alle Adjektiven auf A, sei denn es kommt ein Pluralzeichen oder ein Kasuszeichen noch dahinter. Alle Adverbien auf E, ja, ausnahmslos. Und das hat hier eben Tenier inspiriert. Es liegt eben daran, dass man auf Esperanto eben diese Endungen beliebig austauschen kann, wobei die Wurzeln, an die gehängt werden, auch einen gewissen Charakter haben, eher eine Verbwurzel, eher eine Nominalwurzel sind. Von daher kann man sich das gut vorstellen, dass es hier so eine Korrelation zwischen Funktion und Wortart gibt. Also Esperanto zum kurz erklärt, es ist also eine konstruierte Sprache. Auf Englisch sagt man jetzt neuerdings Conlang, für Constructed Language. Und die ist 1887 aber entworfen worden von Dr. Ludwig Samenhoff. Das erste Buch ist eben dort erschienen in Warschau, was damals im Russischen Reich gehörte. Und das Prinzip ist, dass die Sprache möglichst einfach sein soll. Das ist sie auch. Es gibt keine Ausnahmen. Alles funktioniert nach dem Baukastenprinzip. Die Wörter kommen aus verschiedenen Sprachen. Und hier sehen Sie gleich mal ein Beispiel.
Schreiben, ne? Scribi, sagte ich schon, auf I. Scribo, die Schrift, Scriba, schriftlich, Scribe, schriftlich als Adverb, Scribino, der Stift, das Schreibmittel, da kommt halt hier noch diese Idel, zeigt an, dass ich um ein Werkzeug handelt, und dann die Hände pro für das Nomen, aber Sie können da so ein Adjektiv draus machen, also was wie stiftlich oder stiftartig, auf Deutsch kann man das nicht so gut bilden, wäre dann Scribila, oder mit dem Stift schreiben, also stiftlich, kann man auf Deutsch auch nicht sagen, Scribile, Scribi, Scribile. Also Sie können das beliebig fortsetzen. Es ist ein Stift Scribilas, Scribili. Könnte man auch noch bilden. So, jetzt hatte ich schon gesagt, das Interessante ist, dass die Wörter tatsächlich einen Charakter haben, ohne dass eine Endung dranhängt. Das ist der sogenannte Wurzelcharakter der Wörter. Also die Wurzel bala, die zum Beispiel in dem Verb balai, fegen, vorkommt. Balaino ist dann der Feger. Man sehen, der Infinitiv endet auf i, balai. Es hat aber Verbcharakter. Also balau wäre dann das Fegen. Skrib, ne, ist auch eine verbale I-Wurzel, also hat auch Verbcharakter. Deshalb kann man eben genauso was bilden wie Martellino. Während Martell, ne, die Wurzel von Hammer, Martello der Hammer, ist eine nominale O-Wurzel, weil Martell zum Werkzeug wird, indem ich einfach ein O anhänge. Das ist also tatsächlich eine nominale Wurzel, während Martelli dann das Hämmern ist. Ob ich das groß geschrieben habe, weiß ich nicht, das ist jedenfalls der Infinitiv. Also wir sehen, es ist nicht Martellino, weil Martell die Wurzel alleine schon das Werkzeug bezeichnet, also hängt man nicht die Ilo-Endung mit dran. Also wir sehen, in der Wurzel steckt schon die Bedeutung mit drin, und zwar als Substantiv, als Verb oder was auch immer. Das ist der sogenannte Wurzelcharakter der Wörter. Und dann gehe ich halt ran und kann mit meinen Endungen die Wörter verschieben. Und das ist so eine Idee, die dann, also von der sich eben Tenier inspirieren lässt für sein Grammatikmodell, für sein Syntaxmodell, dem er eben sagt, bestimmte Formen oder Wörter haben die Möglichkeit der Umcharakterisierung. Also le chien du maître, und die müssen wir natürlich auseinandernehmen, das ist diese berühmte Artikelkoalizenz, dass der Artikel mit der Präposition verschmilzt. Also du maître ist de le maître, also das de macht aus le maître sowas wie ein A-Wort, was halt le chien mehr modifiziert. Oder partir en auto, das en bei en auto macht aus auto, das ein Substantiv ist, ein Adverbial. Es bekommt den Charakter eines E-Worts. Also en auto. Und das geht in alle Richtungen. Ne? Also aus, was haben wir da? Écrire lisiblement. Écrire lisiblement. Das mon macht das lisible. Das ist eigentlich ein A-Wort, ein E-Wort. Das ist die Adverbendung. Oder amicher bien. Bien ist ein Adverb. Aber amicher bien, da bedeutet es ja ein gut gestellter Herr. Ein gut situierter Herr ist das Adverb plötzlich Adjektiv. Das wird zum Adjektiv. Allerdings gibt es da kein Element, was hilft, sondern Adverbien können durch Konversion, das Wort kennen Sie schon, zu Adjektiven werden. Das heißt also, wir ergänzen bien bei un monsieur und un monsieur bien hat dieses bien, das ist das bien plötzlich Attribut, hat also Adjektivcharakter, wird also aus einem E-Wort zu einem A-Wort. Das ist halt die Idee, die dahinter steckt. Oder un roseau pensant. Pensant, penser,
steckt da drin. Also ein Denken, und das wird zum Adjektiv durch die Partizipialendung. Oder j'espère partir, nach espère kommt ein Objekt, also ein O-Wort, Substantiv, aber wir haben ein Infinitiv, und die Infinitivendung ermöglicht es, dass eben das Verb, Wurzel part, eben zu espère sich ergänzen kann. Ne? Ja, oder Pussy le pur, ne? Pur ist eigentlich eine Präposition. Und aus der Präposition wird dann sowas wie ein O-Wort, Pussy le pur, also die, dasjenige, was dafür spricht, erwägen, ne? Oder abwägen. Ne? Le pur et le contre, das Pro und Contra, Pro wäre das Deutsch, muss man ein anderes Wort nehmen, das Pro. Aber das ist eigentlich die Präposition pur, die kann durch das le zu einem Nomen werden. Wir setzen den Artikel davor, dann ist die Präposition plötzlich ein Nomen. Das geht auf Deutsch nicht, da wissen Sie, wenn Sie aus einer Präposition einen Nomen machen wollen, ist das schwierig. Man kann sowas mit da machen, also das dazwischen, das dazwischen. Aber es geht nicht so. Im Französischen geht das deutlich leicht. Einfach den Artikel davor setzen und dann ist die Präposition plötzlich sowas wie ein Nomen oder nimmt den Platz eines Nomens ein. Oder lire lequel. Lire lequel. Quel ist eigentlich ein Interrogativpronomen, kann aber zu einem Nomen werden, auch indem ich den Artikel davor setze. Ja, das geht dann noch weiter. Da sieht man, wie schön eigentlich diese Theorie ist. Und zwar an dieser Stelle. Also, neuf ist ein Adjektiv. Und wie macht man daraus ein Verb? In vielen Sprachen gibt es gar keine Adjektive, sondern das sind alles Verben. In den europäischen Sprachen ist es meistens so, dass wir Adjektive und Verben unterscheiden. Aber wir können aus Adjektiven ein Verb machen, indem man eine sogenannte Copula dazu setzt. Und die Copula wird eben hier in der Theorie von Tenier als etwas bezeichnet, das aus einem Adjektiv ein Verb macht, ein I-Wort macht. Passt sehr schön zum Esperanto, weil man tatsächlich im Esperanto das mit der Endung I macht. Ich kann halt sowas nehmen wie neu, nov, und mache novi daraus, dann habe ich ein Verb. Und das geht eben im Französischen nur mit der Copula. Also die sowas wie das Haus neut, ist neu, auf Deutsch macht man es dann auch so, neut, als Verb, geht eben nicht mit der Verbendung t bei neu, sondern indem ich e-neuve sage, oder ist neu auf Deutsch. Ja, und dann habe ich wieder die normale Struktur, Maison, Substantiv, was nochmal modifiziert wird durch das La. Aber das passt jetzt da rein. Und das E ist sozusagen das Transitiv, um aus dem Adjektiv ein Verb zu machen. Also, es wird hier nicht als Hilfsverb bezeichnet, sondern als ein Element, was aus einem Adjektiv ein I-Wort macht, also ein Verb. Ja, und Sie sehen natürlich, das ist nicht mehr ganz die reine Lehre der Dependenzgrammatik, weil hier tatsächlich mit Wortgruppen gearbeitet wird. Hier unten sage ich mal nichts dazu, also das kann man tatsächlich als zwei Wörter auffassen, das habe ich weiter analysiert. Aber da oben sehen Sie, das E ist jetzt irgendwie was Besonderes und nicht einfach nur, es geht nicht einfach nur um die Beziehung zwischen Wörtern, sondern es entsteht im Ansatz sowas wie eine Wortgruppe. Aber genau genommen ist es natürlich schon so, dass E und Nerve Wörter sind, die in einer Relation stehen. Also, klar. Ja, damit ende ich hier mal meine Ausführungen zur Dependenzgrammatik. Also Sie haben jetzt die Dependenzgrammatik so ein bisschen in die Tenier-Richtung kennengelernt. Und Sie haben vielleicht noch Fragen. Und dann kommen wir zur Dependenzgrammatik.